gemerkt, es geht um die Menschenrechte. Okay, okay. Was soll ich sagen? Dass das Bo morgen kommt oder was? Ja. Jetzt kommt, also manchmal in Deutschland stehen die zwei Buchstaben BO für böse Onkels. Das ist heute nicht der Fall. Nämlich heute steht das nur für sich selbst. Da ist er. Ich hab hier noch nie gesehen, das ist vor Mikrofon, deine Lieben sehen. Denn er ist ehrlich, müssen wir das, was ich denke, mein Freund. Du hast deine Klappe auf und keiner kennt dein Zeug. Du bist ein gutes Job, Junge, da kommst du niemals hin. Nein, du musst bekanntlich sein, so wie ich das tue. Ja, meine Eier sind gefüllt und ich komm auf diesem Beat jetzt. Zeig mal, was ist denn die Nummer, die will der Beat jetzt? Oh, oh, ab und zu wie mein Kerl, guck mal, bist du krank, der wie mich jetzt in der Zeit ansteckt. Denn ich krieg das Ding nicht, du bist dein Geschlecht. Wie die Nummer in meinem Kopf und verstehe nicht weg. Denn es war gut. Ich bin gerade hier im besetzten Audimax in Hamburg. Ziemlich coole Stimmung hier. Das Bo ist hier heute aufgetreten, ich glaube sogar kostenlos, ne? Ja, also ich wollte nur die Moral der Streikenden oder der Besetzer sozusagen heben und ein bisschen Unterhaltung bieten. Und das ist doch, Bildung ist ja wohl auch ein essentielles Thema, selbst wenn ich jetzt selber nicht studiere oder so. Aber trotzdem, ich kann doch irgendwas unterstützen oder die Leute unterstützen, die etwas unterstützen. Das ist ja auch eine Unterstützung. Das finde ich echt geil. Das Bo, ja, nicht irgendein Bo, das Bo und das Bo. Das geschickt, ich bin dann kurz die Straße rübergegangen und dann haben wir das Ding gemacht. Also weiter durchziehen, auf jeden Fall Bildung essentiell und Zukunft, dies, das, ihr wisst. Am Ende ist jetzt nicht Oh, mach aus, ich kann sowas nicht.